Hallo Freunde, nach einer längeren Auszeit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Wir sind auf dem Weg zum Lover's Peak immer noch. Und da wollen wir jetzt mal hingehen. Ein Kontrollpunkt erreicht. Na, das fängt doch gut an. Mit Kontrollpunkten kann ich ganz gut arbeiten. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Okay, Barry macht sich Sorgen. Offensichtlich. Wie war denn das jetzt alles nochmal? So war Lennon? Okay, okay, okay. Da liegt was. Natürlich ein Manuskript. Und natürlich die falsche Taste. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Ja, Rusty hat, wie gesagt, der Dunkelheit nicht entkommen können. Okay, wow. Müssen wir da unten hin? Kann das sein? So einmal außenrum? Das möchte durchaus möglich sein. Kontrollpunkt erreicht. Es stockt immer ein bisschen an den Kontrollpunkten. Da ist eine Treppe runter. Da ist eine Treppe hoch. Auch von hier. Sind wir von hier nicht gekommen gerade? Ja, natürlich sind wir von hier gekommen. Dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal frech und frivol diese Treppe hier runter. Was ist das gewesen? Ach, das ist so ein A. Das habe ich gar nicht registriert. Revolvermunition ist voll, okay. Das ist prinzipiell auch nicht das Schlechteste, was uns passieren kann. Wir bleiben nicht lange allein. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich stöber nur mal so ein bisschen rum. Macht euch keine Sorgen. Geht gleich weiter. Lover's Peak. Da geht's zum Lover's Peak. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Ein Naturlehrpfad. Die Mondscheingrotte. Da gehen wir natürlich rein. Seht mal, da ist nämlich ein Secret. Ich habe den Pfeil gesehen. Und es ist sehr angenehm und entspannend hier drin. Ich mag Höhlen nicht. Ich bin ein wenig klaustrophobisch. Enge Räume kann ich gar nicht so gut leiden. Diese Höhle war während der Prohibition 1919 bis 1933 Schauplatz regelmäßiger lukrativer Alkoholschmuggelaktivitäten. Meist wurde hier Alkohol zwischengelagert, der aus Kanada eingeschmuggelt wurde. Es wurde aber auch Schwarzbrennerei in der Höhle betrieben. Und da ist unsere Kiste. Schrotflintenmunition ist sehr gut. Ich möchte die Kiste bitte öffnen. So geht's. Wir finden Batterien. Davon haben wir 11. Okay, okay, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir die gleiche Anzahl Batterien hatten, mit der wir aufgehört haben das letzte Mal. Alan, sei nicht so erschöpft. Er hat aber... Ich habe echt keine Anzeige, wo meine Laufenergie gezeigt wird, ne? Das muss ich wohl abschätzen, wie lange ich Power das machen kann und wie lange nicht. Gut, gehen wir zum Lover's Peak. Da wollen wir schließlich hin. Was war das? Ah, die Lampe ist kaputt gegangen. You know what this means. Oh. Oh, fuck. Hinter mir ist noch einer. Oh, er ist direkt hinter mir. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Okay,
Okay, Batterie war Y, Munition war X. Das hat mich etwas überrumpelt. Aber ich kann ja im Licht meine Lebensenergie wiederherstellen. Hier ist nur gerade keins, ne? Das Telefon ist nicht tot, aber wir wollen ja gerade auch irgendwie nicht so richtig jemanden anrufen. Da geht's zum Lover's Peak. Ist das da oben der Lover's Peak? Ich habe so das Gefühl, wir werden hier gleich wiederum nicht alleine sein. Lover's Peak da lang. Dann gehen wir natürlich erst hier lang. Warum auch immer. Unsere Energie regeneriert sich auch im Dunkeln. Das ist gut. Wegen einem Manuskript. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Barry und Al. Sind wir Al? Alan? Kann das sein? Sicherlich. Ein altes Auto. Sehr hübsch. Wo sind sie? Ich höre sie doch. Wo sind sie denn? Irgendwas ist hier im Gang. Und mich stört es, wenn ich nicht sehen kann, was. Fuck. Ich mag das nicht. Ah. Was war da jetzt mit B? Schrotflintenmunition. Ja, aber sicher. Irgendwas ist hier im Busche. Visitor Center. Souvenirs. Lover's Peak. Seht ihr sie? Okay. Sie sind nicht weit entfernt. Okay, Kontrollpunkt. Das gefällt mir nicht. Da! Was soll denn das? Boah, der war aber... Da ist der nächste. Der Nebel ist noch da, Leute. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. The Great Old One. Ich kann niemanden sehen. Ich möchte gerne absuchen, aber ich habe Angst. Okay, okay. Alles gut. Da! Boah, das gibt's doch nicht. Okay, unser erster Tod im Spiel. Ich bin in der Steuerung überhaupt nicht drin, Leute. The Great Old One. Boah, wo kommst du denn her? Du Klobürste. Boah, wie viel halten die aus? Thank you.
Das waren immer noch nicht alle, ne? Heftig. Oh, fuck. Krass. Ich habe nur noch 4 Batterien. Weglaufen ist auch nicht so richtig eine Option. Ah, oh, ich habe es geahnt. Okay, wir versuchen mal wegzulaufen. Nein, können wir nicht. Batterien. Und nur noch 13 Schuss. Ich möchte gerne nachladen. Ja, das sieht gut aus. Munition und Batterien. Puh, das war krass, Leute. Das war echt krass. Ich glaube, ich muss mich darauf einstellen, dass ich noch ganz schön üben muss, um in diesem Spiel hier zu bestehen. Aber gut. Eine Manuskriptseite. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich glühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr hatte das hier gelassen. Okay, ja, die Koffer kennen wir. Und da uns diese Bücher scheinbar gelegentlich das zeigen, was auf uns zukommt, habe ich gute Hoffnung, dass wir gleich so ein Ding finden werden hier irgendwo. Also so ein Secret. Die Frage ist nur, wo? Dort. Habe ich gerade Gegner getriggert? Nein, ich glaube nicht, aber da ist eine Thermoskanne, nicht eine Kaffee. Ja, Kaffee kann man da auch reinmachen. Ich habe echt keine Ahnung, was das bedeutet mit den Thermoskannen, ob uns das überhaupt was bringt. Da war niemand, okay. Hier gibt es Bären. Und Vögel. Kontrollpunkte. Wenn das keine Kampfarena ist, dann weiß ich nicht was. Ganz ehrlich. Ich sehe aber keine... Oh, fuckity fuck. Wo sind sie? Die Dicken, die sind gefährlich. Könnte mal anfangen auszuweichen. Okay, bis jetzt noch relativ glimpflich abgelaufen, die ganze Nummer. Die Dicken mit den Äxten, die sind krass. Boah. Die Musik ist aber auch Kaffee- und Souvenirshop. Da geht's zum Lover's Peak. Okay, ich möchte aber gerne das Secret finden, von dem Alan gesprochen hat. 5 Batterien und 15 Schuss. Wie viel Schuss habe ich denn in der im Schrotgewehr? 4. Da hebe ich mir lieber für einen Boss auf. Falls einer kommt. Hopp. Komm, Alan. Mach nicht so doof. Okay, nirgendwo ein gelber Pfeil. Hier könnte doch irgendwo was liegen, oder? Das sieht doch so aus, als wäre das ein Ort, wo man etwas versteckt, was man
Oder auch nicht. Vielleicht hier? Ah, da geht's zum Lover's Peak. Fruity. Sehr schön. Checkpoint, bitte. Jawohl. Da ist da, aber da ist ja gesperrt. Oder Eagle Prohibition. Wir müssen also außenrum. Nö, hier können wir doch durch. Aber ich will ja noch gar nicht. Ich will erst dort lang. Dort habe ich nämlich was liegen sehen. Ah, das ist gar keine Seite, okay. Oh, was ist das denn? So ein Klangholz ist das, ne? Von einem alten Baum. Lesen. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen, im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weiter wichtige Ereignisse. Da, könnt ihr gerne lesen. Aber ich möchte gerne... Ich wollte eigentlich ein Secret finden, aber... Diese ganz dezente Musik, hört ihr das? Das ist krass. Es ist echt... Das baut enorme Stimmung auf. Ich finde. Hopp. Hopp. Da liegt eine Seite. Das war jetzt nicht wirklich Fallschaden, oder? Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Agent Nightingale? Ist das FBI hinter uns her? Lover's Peak. Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht, das ist schön. Eine Krähe benutzen. Ah, das ist so eine Art Seilbahn. Ich ahne, da wird nichts Gutes passieren, wenn wir dort draufstehen. Eingepfercht. Ohne Möglichkeit zur Flucht. Ihr seht, ich bin auch vom Stil her eher der verschwenderische Typ, also ich hebe mir jetzt nicht unnötig irgendwelche Dinge auf, sondern das, was ich habe, benutze ich, und zwar gerne. Natürlich ist dann das Risiko größer, dass man irgendwann nichts mehr hat. Hier wird bestimmt nichts Schlimmes passieren. Oh. Fuck! Wow, was ist das denn? Wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Leuchtfackeln, wer bist du? Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Ah, okay. Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und alles hergekommen waren. Stimmt, der unfreundliche Typ. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Hallo, wow! Hier ist er, schieß doch! Schieß! Boah, das ist... Ich bin so hilflos. Das gefällt mir nicht. Uah! Okay, mit einem kurzen Klick können wir... Warum habe ich gerade eine Leuchtfackel gezündet?
halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Ha. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals! RB um eine... RB gedrückt. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Nur noch einen Moment. Verjagen Sie sie. Lecken Sie diese Bastarde. Das hält uns vom Hals. Junge, mach hin! Nur noch einen Moment, die ich hab's fast! Boah! Alter! Wo kommst du denn her? Lauf! Oh, fühlt sie sich jetzt besser, Wade? Gemütlich! Boah! Halt bloß die Klappe, du Penner. Gib mir die Scheißwaffe. Entering Lover's Peak. Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Der Entführer? So sieht's aus, Wack. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit. Wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Her mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das jetzt. Von wo? Halten Sie sich ans Programm, Wake. Wow. Jetzt schießt doch, du Penner. Aua. Wo? Ach du Scheiße, die krabbeln hier überall rum. Okay, die Leuchtfackeln sind super. Das sagst du. Das ist wieder so ein Dicker. Das hier ist ein Dünner und ich sehe nichts. Wow. Mach den Typ doch fertig. Oh, du elender Penner. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie anfassen. Ah!